Fritz TV. Deine Stadt im Überblick. Hey Leute, was geht ab? Zum neuen JTV Sommermagazin ist sie jetzt pünktlich back in town. Und um euch eine kleine Abkühlung zu verschaffen, haben wir nicht nur diese kleinen Wasserpistolen mitgebracht, sondern auch 6 frische, coole Beiträge aus der Redaktion auf Silbertablett serviert. Ihr müsst nur noch die Sorten auswählen und da hätten wir folgende Erfrischung für euch. Sport. Über 1500 Läufer und vielleicht auch ihr wart bei der 10. Auflage des Ulby City Loves dabei. Literatur. Über 1000 Nachwuchsliteratinnen stellten ihre Texte beim Poetry School in der Alten Drostei vor. Menschenrechte. Amnesty International Deutschland feiert 70. Geburtstag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Papenburg. In mir ja, was ging dort eigentlich ab? In der Stadthalle hielt Amnesty ihre Jahresversammlung ab. Und wir trafen dort den Generalsekretär Markus Beko, Gerold Siemer von der Papenburger Amnesty-Gruppe und natürlich auch Vertreter der Jugendgruppe. Okay, danke. Weiter geht's mit Musik. Die ehemalige Wir sind Heldensängerin Judith Holofernes trat bei einem Konzert für Menschenrechte auf. Und wir trafen sie nur auf ein Wort. Event. Die katholische Landjugend veranstaltete Mitte Mai an der Umländerwiek ein Holi-Festival hier in Papenburg. Ehrenamt. Das Haus Kobal veranstaltete in der Kirchstraße dank vieler ehrenamtlicher Helfer Dutzende Angebote für Migranten, um ihnen ihre Integration zu erleichtern. Mehr dazu erfahrt ihr von Lara Sophie. Malte war im Haus Global und durfte den Helfern bei einem Kochnachmittag mit syrischer Küche über die Schulter schauen. Was die Haus Global-Macher alles auf die Beine stellen, ist aller Ehren wert. Mir ist schon ganz warm vor Aufregung, doch mit Beitrag Nummer 1 spritzen wir euch direkt das kühle Nass um die Ohren. Wasser, Marsch! Yeah. JTV, deine Stadt im Überblick. Heidi ho! Circa ein Viertel der deutschen Einwohner geben an, regelmäßig joggen zu gehen. Also könnte man dies gewiss als Volkssport bezeichnen. Und wo wir gerade beim Thema sind, Mitte April fand hier in Papenburg der 10. OLB Citylauf statt, an dem über 1500 Leute teilgenommen haben. Viele ehrenamtliche Helfer haben die Läufer nicht nur mit Wasser versorgt, sondern auch kräftig unterstützt. Und die zahlreichen Läufer haben sich teilweise zu Gruppen zusammengeschlossen, wie die NOZ oder die Laufgemeinschaft Papenburg-Aschendorf. Nele hat einige Teilnehmer zu dem Event befragt und auf diese Ergebnisse sind wir nun gespannt. Ab in die Sportshow und dann mal los. Der 10. OLB Citylauf ging mit besten Voraussetzungen an den Start. 1A Wetter und eine rekordverdächtige Teilnehmerzahl. Cheforganisator Peter Bergfeld von der Laufgemeinschaft Papenburg-Aschendorf wurde in der Zeitung mit den Worten "Es war perfekt" zitiert. Das sehr warme Wetter machte den Anfängern zu schaffen und wir wollten von dem erfahrenen Leichtathleten wissen, wie man sich optimal vorbereitet. Ich kann vielleicht noch mal ein paar Tipps geben für den eigentlichen Lauf. Man sollte auf jeden Fall gemäßigt den Lauf angehen und nicht gleich mit Volldampf voraus Gas geben und am Ende fehlen dann die letzten Metern die Energie. Ne? Und vor allen Dingen gerade bei einem warmen Wetter empfehle ich sowieso sehr, sehr vorsichtig anzugehen. Nina ist 10 und war beim 900 Meter Lauf dabei und ist zum 5. Mal an den Start gegangen. Welche Tipps zur Vorbereitung auf die 900 Meter haben die jüngeren Starter? Ja, vor dem Lauf halt einlaufen und zum Beispiel lockere Hopser machen und so. Ohne so viele ehrenamtliche Helfer wäre so ein Event sicher nicht durchführbar. Wie viele Leute sind denn heute dabei, mitzuhelfen? Also wir haben heute ca. 80 bis 100 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Das ist ja ganz schön viel. Und worauf freuen Sie sich denn heute am meisten? Am meisten freue ich mich eigentlich auf alles, muss ich sagen. Vor allen Dingen heute Abend auf die Aftershow-Party, weil es ja der 10. Jubiläumslauf ist, dass es heute Abend auch noch gut angenommen wird. Die 7-jährige Martha ist zum 3. Mal dabei gewesen und hat sich gar nicht auf den Lauf vorbereitet. Sie kann sich ganz auf ihre Familie verlassen. Und feuert dich denn auch wer an? Ja, meine Mutter, meine Tante, meine Schwester, mein Papa. Okay, jetzt machen wir weiter mit dem Mädchen. Mein Onkel. 900 Meter Lauf. Und noch mein Onkel. Joris ist 7 Jahre alt und hat vorher ein bisschen mit seinem Papa trainiert und hat gleich einen hervorragenden Platz beim 900 Meter Lauf belegt. Er bringt seine Strategie hier noch einmal auf den Punkt. Einfach so früh ins Ziel zu kommen. Ja, du bist ja auch 3. Platz geworden, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ob Lina 2019 dabei ist? Läufst du nächstes Jahr nochmal mit? Ich denke schon. Der 10. OLB Citylauf ist in seinem Jubiläumsjahr mega erfolgreich und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Anfang Mai fand in der Alten Drostei der erste Poetry School des Mariengymnasiums statt. Über ein Dutzend Schülerinnen schrieben Texte über Glück und Freude, aber auch Leid und Tod, die dann von den Schauspielern Anjorka Strechel und Max Hegewald vor 140 Zuschauern vorgetragen wurden. Aber nicht nur Schülerinnen, sondern auch der beliebte Lehrer Herr Scholten vom MG reichte seine Texte ein. Damit ihr euch ein Bild von den Nachwuchsliteraten machen könnt, zeigen wir euch jetzt die Aufnahmen von unseren Reportern aus der Alten Drostei. Die Alte Drostei war bis auf den letzten Platz gefüllt.
Schülerinnen des Mariengymnasiums haben ihre Texte und Gedichte vorgetragen. Die AG findet alle 14 Tage dienstags in der 7. und 8. Stunde statt. Der Lehrer und AG-Leiter Klaus Scholten schreibt schon seit Jahren selber poetische Texte, Gedichte oder Kurzgeschichten. Sein Ziel war es, die Schülerin an das poetische Schreiben heranzuführen. Und wenn man mal den Menschen die Chance gibt, ihre Gefühle zu Papier zu bringen, dann ist man erstaunt, was dabei herauskommt. Und ich glaube, wenn erst mal ein Lehrer oder ein AG-Leiter zeigt, was man daraus machen kann, ist die Bereitschaft sehr groß, auch über das normale Texteschreiben hinaus in einen Bereich zu gehen, wo man Gefühle äußert, die man eigentlich nur seinem besten Freund oder dem Tagebuch anvertrauen würde. Das erstmals aufgeführte rund zweieinhalbstündige Veranstaltungsformat wurde vom Mariengymnasium und der Jugendkultur Papenburg unterstützt und organisiert. Ansgar Ahlers hat Emilia das Programm des Nachmittags verraten. Nach welchen Kriterien wurden die Texte ausgewählt? Wir haben versucht, bei den Texten ein Programm zu machen, was aus unterschiedlichen Emotionen besteht, und zu einigen Emotionen dann die Texte gesucht. Also wir hatten was zum Thema Trauer, zum Thema Liebe und haben daraufhin eine abwechslungsreiche kleine Dramaturgie entwickelt. Klaus Scholten veröffentlichte die Werke seiner Schülerin über die Homepage der Schule. Darüber hinaus möchte er mit den vorgetragenen Texten ein Buch gestalten, das dann im Makanhaus, dem Uhlenhus und dem Mariengymnasium zum freien Verkauf steht. Hatten Sie eine Lieblingskategorie oder vielleicht sogar einen Lieblingstext? Ja, wenn ich mich jetzt an einen Text Freiheit erinnere von Nele Diekmann, da war ich tief beeindruckt. Katharina Kur, Thomas-Sophie Hasseler und Paula Schöning schreiben schon seit langem poetische Texte und Gedichte. Wir haben die drei befragt, was sie eigentlich beim Schreiben inspiriert. Oh, das ist eigentlich eine schwere Frage. Ich glaube, es war einfach, dass viele Situationen da waren und Menschen, die mir gezeigt haben, dass es mal was bringt, mal darüber was zu schreiben. Und dann habe ich es einfach aufs Blatt geschrieben und hat was. Und dich? Ja, ich würde sagen, eigentlich das, worüber wir die Texte geschrieben haben oder worüber wir alle die Texte geschrieben haben, sind eigentlich Dinge, die irgendwann im Leben jeden einmal beschäftigen. Und ich denke auch, dass man einfach, dass wir vielleicht Poeten sind, Menschen, die ihre Gefühle vielleicht einfach mit Texten ausdrücken. Und was hat dich zu deinem Text inspiriert? Ja, das ist eine Frage. Was inspiriert einen? Andere Menschen, das Leben, andere Kunst, andere Lieder, andere Texte von anderen Menschen und an sich einfach alles, was einen irgendwie inspirieren kann. Wir hoffen auf weitere poetische Texte und ein zweites Poetry School Event. Mitte Mai fand im Forum Alte Werft die Jahresversammlung von Amnesty International statt. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stand der 70. Jahrestag zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es fanden in der Stadt unterschiedliche Aktionen statt, wie zum Beispiel der Gesang der Menschenrechte beim Kinovorplatz oder ein langer Demonstrationszug vom Forum Alte Werft bis zur Antoniuskirche. Der Künstler Erik Tannhäuser stellte dort seinen Menschenrechte-Turm auf, den er aus Österreich mitgebracht hatte. Wir haben natürlich auch Gerold Siemer von der Amnesty-Gruppe Papenburg getroffen und den Generalsekretär von Amnesty Deutschland, Markus Beke, vors Mikro geholt und Mitglieder der Jugendvertretung interviewt. Vier Programme also für einen fetten Beitrag. Film ab! Am 19. Mai fand in Papenburg die Jahresversammlung von Amnesty International Deutschland statt. Über 500 Teilnehmer diskutierten in der Stadthalle über die inhaltliche Entwicklung von Amnesty Deutschland und feierten den 70. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Gerold Siemer von der Amnesty-Gruppe Papenburg erklärte uns, welche öffentlichen Aktionen die Menschenrechtsgruppe geplant hat. Die Papenburger können sich insbesondere auf die öffentliche Aktion freuen. Da kann man nämlich mitmachen. Wir werden einen Demonstrationszug am Hauptkanal entlang führen von allen Mitgliedern, die mitmachen. Und es haben sich auch schon einige Papenburger bei mir angemeldet und gesagt, wir wollen da gerne mitlaufen. Wir werden alle 30 Artikel der Menschenrechte hochhalten und auch einige Einzelfälle, auf denen, also es sind Bilder, auf denen man einfach sehen kann, okay, wie sieht der Mensch aus, dem man diese Menschenrechte abgesprochen hat, der inhaftiert ist, der drangsaliert wurde oder vielleicht auch zum Tode verurteilt worden ist. Der Demonstrationszug führte die Teilnehmer bis zum Vorplatz der St. Antoniuskirche. Dort übergab die Menschenrechtsgruppe ein Transparent mit dem ersten Artikel der Menschenrechte: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, an den stellvertretenden Bürgermeister Heiner Buttke, der sich für die engagierte Arbeit der öffentlichen Amnesty-Gruppe bedankte. Zu diesem Engagement möchte ich alle Mitglieder von Amnesty International ermutigen. Gleichzeitig fordere ich auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger und Gäste unserer Stadt zu mutigen Eintreten für die Menschenrechte auf. Gestatten Sie mir,
Auf dem Vorplatz befand sich der Menschenrechte-Turm des österreichischen Künstlers Erik Tannhäuser. Dieser Turm fordert die Besucher zum Handeln auf. Wie, erklärt der Künstler selbst. Den Turm habe ich im Jahr 2017 gebaut und die Besucher sind dazu eingeladen, die 30 Artikel der Menschenrechte, die auf dem Turm montiert sind, zu lesen, sich einen auszuwählen und mit einem Kurbelschlag den Schriftzug Menschenrechte ein Stück nach oben zu befördern. Die Demonstranten bewegten sich zum Kinovorplatz, wo der eigens für diesen Tag gegründete Menschenrechtechor die Menschenrechtserklärung 4- bis 5-stimmig vorgesungen hat. Amnesty-Generalsekretär Markus Beko war von der Offenheit Papenburgs begeistert und erklärte Moderatorin Emilia die Gründe für die Versammlung in der Kanalstadt. Ich glaube, Papenburg ist eine ganz wunderbare Wahl für unsere Jahresversammlung, weil Amnesty ist eine Mitgliederbewegung, die lebt davon, dass ganz normale Menschen an allen möglichen Orten sich auf ganz unterschiedliche Art für die Menschenrechte einsetzen. Und das tun die halt da, wo die leben. Und die leben halt manchmal in größeren Städten, manchmal in kleineren Orten oder auch in Orten wie Papenburg. Und zum Beispiel in Papenburg haben wir eine sehr aktive Amnesty-Gruppe, die viele Aktivitäten macht, an Aktionen teilnimmt. Und jeder Ort, wo eine Amnesty-Gruppe aktiv ist, ist ein guter Ort, um eine Amnesty-Jahresversammlung abzuhalten. Natürlich sind auch viele Jugendgruppen bei Amnesty aktiv und jeder hat dafür seinen persönlichen Grund, für Menschenrechte einzustehen. Der Papenburger Wilke Dunker ist zu einem der Gruppentreffen hier in Papenburg gegangen. Wie sieht dein Engagement aus? Gehst du regelmäßig zu Treffen und wie sehen diese Treffen bei Amnesty aus? So richtig regelmäßig schon, ja. Also einmal, unsere Treffen sind ja immer am 1. und 3. Donnerstag des Monats. Ich versuche so einmal im Monat zu kommen. Die Treffen sind halt immer so, man setzt sich dann an den großen runden Tisch, unterhält sich ein bisschen, geht dann das Protokoll durch die Tagesordnung, worüber wollen wir reden, was sind unsere Ziele, was sind die nächsten Stände, Aktionen, sind ja auch öffentlich im Stadtbild ersichtlich. Ja, und so machen wir es dann einfach. Auf welche Aktion, bei dem du dabei warst, bist du besonders stolz? Ich bin stolz auf eine Aktion letztes Jahr im Oktober, da haben wir eine Aktion gemacht gegen Abschiebungen nach Afghanistan und gegen die Obergrenze für Geflüchtete. Die waren in München, das war eine Demonstration, da waren dann so 150 bis 200 Leute da, die habe ich mitorganisiert und das war schon ziemlich cool. Die Jahresversammlung von Amnesty hat die Stadt durch viele Aktionen und Programmpunkte begeistert. Wir freuen uns auf viele neue Aktionen der Papenburger Gruppe rund um die Goldziner. Hi Leute, bei uns gibt es jetzt Werbung, aber nicht traurig sein, danach geht es nämlich weiter mit Jutz TV, also nicht verpassen. Jutz TV, deine Stadt im Überblick. Hey Leute, wir haben die berühmte Sängerin Judith Holofernes beim Konzert für Menschenrechte in der Kesselschmiede getroffen. Malte befragte die ehemalige Wir sind Heldensängerin zum Artikel 19 der Menschenrechte, der sich mit der Meinungsfreiheit befasst und warum sie sich oft für Amnesty Deutschland engagiert. Nachdem sie bei der Vox-Sendung Sing mein Song mitgewirkt hat, ist sie nun mit ihrer neuen CD und Tour Ich bin das Chaos in ganz Deutschland unterwegs. Film ab! Judith Holofernes Auftritt in der Kesselschmiede bildete den Abschluss des ersten Tages rund um die Veranstaltungen der Jahresversammlung von Amnesty International in Papenburg. Mit der Menschenrechtsorganisation verbindet die Sängerin eine lange Partnerschaft. Ich habe mit Amnesty über die Jahre immer wieder Sachen gemacht. Ich war oft auf ihren Veranstaltungen. Ich spreche mich überall, wo ich kann, immer für ihre Arbeit aus, weil ich das ganz toll finde, was die über die Jahre da leisten. Und ja, ich freue mich total, da mitmachen zu können. Judith ist für ihr soziales Engagement bekannt und kommentiert in ihrem Blog politische und gesellschaftliche Ereignisse. Darum sieht sie den Artikel 19 der Menschenrechte, in dem es um Meinungsfreiheit geht, als hohes Gut an. Naja, ich bin natürlich dankbar, ne, dass ich in einem Land mit Öffentlichkeit umgehen muss, umgehen kann, wo ich die dann auch benutzen kann, um die Sachen frei herauszusagen, die ich fühle und denke. Und bin mir sehr bewusst, dass es gerade in anderen Ländern viele Künstler gibt, die das nicht machen können, ne? Die dann sehr exponiert sind und überhaupt nicht sagen können, was sie denken. Durch ihre große Reichweite haben sie eine gewisse Vorbildfunktion, wodurch sie mehr darauf achten müssen, wie sie ihre Meinung äußern. Wie gehen sie damit um und welche negative Erfahrungen haben sie denn bereits gemacht? Also ich finde, ein großes Problem ist tatsächlich in den letzten Jahren schwieriger geworden. Und das sind die sozialen Medien. Und dass es dadurch immer so einen
eine größere Reaktivität gibt, dass man unheimlich schnell eine Meinung haben muss und unheimlich schnell eine Meinung auch raushauen. Und ich habe das Gefühl, eigentlich in Zeiten von Social Media ist die Hauptverpflichtung von öffentlichen Menschen, nicht so schnell zu reagieren und sich Zeit zu nehmen und tatsächliche, echte eigene Meinungen zu entwickeln und da auch knallhart dabei zu bleiben, selbst wenn es 2 Jahre dauert und sozusagen sich nicht drängeln zu lassen, immer zu den News-Cycles sofort zu allem irgendeine Meinung zu haben und ganz schnell irgendwas zu sagen und 2 Tage später gibt es neue Fakten und alles sieht ganz anders aus. Und da versuche ich besonnen zu bleiben. Bei der Teilnahme an der Vox-Sendung Sing mein Song wollte Judith viel Spaß erleben. Den hatte sie auch in Südafrika. Welches zählt dort zu deinen schönsten Erlebnissen? Oh, es waren sehr viele schöne Erlebnisse. Es gab spektakuläre. Es gab eine Schlange im Baum auf der Frühstücksterrasse. Das war sehr spektakulär, eine Giftschlange. Das war so ein bisschen das touristischste Erlebnis. Und das Schönste war vielleicht, als Marianne Gold von Alphaville mein traurigstes Lied von Wir sind Helden gesungen hat, nämlich Bring mich nach Hause. Das war sehr schön. Im November und Dezember ist Judith wieder auf Deutschlandtour. Unter anderem in Hamburg und Osnabrück. Weitere Infos findet ihr auf www.judithholofernes.de. Was seid ihr? Seid ihr analog Punks oder digitale Hippies? So, nun geht's bunt weiter. Am Samstag, den 12.05.2018, fand bei Schulte-Lind das 2. Papenburger Holi-Festival statt, welches von der Landjugend Papenburg organisiert wurde. Bei einem Holi-Festival werden mit Farben gefüllte Beutel geworfen, wobei das Ganze mit Musik begleitet wird. Das JUZ-TV-Team war dieses Jahr erstmalig dabei und hat es riskiert, mit Farbe beworfen zu werden, um für euch einen farbenfrohen Beitrag zu leisten. Und jetzt lasst die Party beginnen! Am Samstag, den 12. Mai, plante die katholische Landjugendbewegung das 2. Holy Farbfestival auf dem Freigelände hinter der Gaststätte Schulte-Lind in Papenburg. Zig Farbbeutel haben die Besucher passend zur Musik vom DJ in die Luft geworfen. Zusätzlich gab es auch einen Bereich mit einer Schaumkanone. Um 15 Uhr startete der Countdown für den ersten Farbwurf des Tages. Im Stundentakt flogen die Farben dann durch die Gegend. Im Januar begann die Vorbereitung für das Holy Festival in Papenburg. Anhand einer Checkliste konnten die Vorbereitungen schnell vollendet werden. Thomas Nee und Marina Schlömer erzählten, wie sie auf die Idee kamen, ein Holi-Festival in Papenburg zu veranstalten. Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Wir haben gedacht, in Papenburg gibt es noch kein Holi. Da haben wir gedacht, jetzt ist mal dringend Zeit. Wir haben ja letztes Jahr schon das erste Rock-Holi gemacht. Und dann haben wir gedacht, in diesem Jahr machen wir das mal nicht so auf eine Musikrichtung bezogen, sondern entscheiden uns mal, dass wir ein bisschen breitere Masse spielen, alle Musikrichtungen so ein bisschen anspeilen und jeder darf sich das wünschen, was er will. Unsere Reporterin Juliane hat noch einmal persönlich mit dem DJ geredet und erfahren, was ihm am Auflegen begeistert. Es kribbelt in den Fingern. Das ist einfach, die Leute zum Tanzen zu bringen, Party zu machen, ist halt für mich auch sehr gut und ich habe da Spaß dran. Und ich sag mal, wenn das Kribbeln in den Fingern nicht mehr ist, dann möchte ich das auch nicht mehr machen. Wir hoffen auf ein weiteres buntes Holi-Farb-Festival in Papenburg bei so schönem Wetter. Hey Leute, habt ihr schon einmal vom Haus Global in Papenburg gehört? Nein? Das Haus Global ist eine internationale Begegnungsstätte mit dem Ziel des interkulturellen Austausches und der Hilfe im Alltag für Neuankömmlinge in Deutschland. Hier bieten Ehrenamtliche über ein Dutzend Angebote, unter anderem Deutsch- und Mathekurse, seit Februar 2017 an. Malte hat für euch die Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen und die Besucher interviewt. Dann, let's get international! Mit dem Haus Global wurde vom DRK im Februar 2017 eine internationale Begegnungsstätte in Papenburg ins Leben gerufen. Ehrenamtliche wollen hier einen Raum der öffentlichen Begegnung schaffen, der sich an Menschen aller Nationen richtet. Ihr Ziel ist es, einen interkulturellen Austausch zu ermöglichen und seinen Besuchern Hilfe im Alltag und zur Freizeitgestaltung zu bieten. Über 15 Angebote werden regelmäßig von Ehrenamtlichen durchgeführt. Neben Deutsch- und Mathekursen gibt es Spieleabende, Tänze und einen Frauentreff. Dazu gehört auch das gemeinsame Kochen. Mustafa Atem engagiert sich neben seinem Studium auch gerne im Haus Global. Heute kocht er zusammen mit den Besuchern ein syrisches Gericht. Was gefällt Ihnen hier an der Arbeit? Ja, hier sind alle freundlich und man kann richtig gute Kommunikation mit denen machen. Man kann viel zusammen machen und das finde ich richtig gut. Bärbel Stenzel ist seit den Anfangstagen im Haus Global ehrenamtlich aktiv und zu ihrer Motivation gehört, den Besuchern die deutsche Sprache näher zu bringen, aktiv zu sein und anderen Menschen zu helfen. Und wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus? Meine tägliche Arbeit, ja, das ist keine Arbeit. Wir kommen um 3 Uhr komme ich hierher und dann
sehe ich, wer alles da ist. Und mit den Leuten rede ich dann auch und die reden mit mir. Und manchmal sind da auch einige Anfragen, kannst du mir damit helfen nach einer Wohnungssuche oder einem etwas übersetzen? Und es ist sehr vielfältig. Lisa Obaya ist hauptamtlich beim DRK im Haus Global tätig und erklärt uns, wie dort das Ziel, den Menschen bei der Integration zu helfen, im Haus Global umgesetzt wird. Das Ziel wird so umgesetzt, dass wir von montags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr einen offenen Treff anbieten, von 3 bis 6 am Nachmittag. Und darüber hinaus einige andere Angebote auch stattfinden, je nach Bedarf der Besucher des Haus Globals. Zum Beispiel ein Nähangebot, ein Musikangebot, ein Babytreff, also auch für kleinere Kinder etwas. Oder wie heute ja auch das gemeinsame Koch- und Essangebot. Und so versuchen wir einfach alle Interessen, die die Besucher haben könnten, im Haus Global zusammenzufassen und das dann auch umzusetzen. Milad Djangul aus Afghanistan findet das Haus Global sehr wichtig, da seiner Meinung nach das Konzept Integration durch Begegnung aufgeht. Was gefällt dir hier im Haus Global am besten? Mir gefällt also besonders, wenn wir zusammenkommen und einfach diese Trauma, die Flüchtlinge zu haben, dann die vergessen vor kurzer Zeit. Und deswegen denke ich, das ist schon gut. Wir wurden sehr herzlich im Haus Global empfangen und außerdem zu einem sehr leckeren, selbstgekochten Essen eingeladen. Wenn Sie sich und Ihr Hobby anderen Menschen näher bringen wollen, schauen Sie doch einfach im Haus Global vorbei. Man findet es an der Kehstraße 48. Ach, Herr Jemini, die Sendung ist schon wieder vorbei. In 8 Wochen sehen wir uns wieder. Wir wünschen euch bis dahin tipptopp Zeugnisse, wunderschöne Sommerferien mit 1er Wetter. In der nächsten Sendung zeigen wir euch eine brandneue Kurzfilmproduktion der Dekaus-Schule Papenburg mit dem Arbeitstitel Die Geisterjäger, der zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abgedreht ist. Viel Arbeit also noch für die Filmcrew. Wir versprechen euch einen spannenden Film und sind bei der Premiere im Kino für euch dabei. Jetzt ist aber wirklich Schluss mit lustig. Okay, dann sagen wir nochmal schöne Sommerferien. Haut rein, eure JUZ-TV-Redaktion. Die erste! Los. Circa ein Viertel. Zeigen wir euch jetzt die Aufnahmen von unseren Reportern aus der alten Drostei. Okay. Oh Mann. Sind wir nun gespannt. Ab in die Sportschuhe und dann mal los. Mach das nochmal, du hast viel zu schnell gesprochen, voll kacke im Ton. Ja, das stimmt. So, wollen wir nochmal eine neue Aufnahme machen? Über ein Dutzend Nachwuchsliteraten stellten ihre Texte beim Poetry. Wir haben auf jeden Fall genug Outtakes. Jetzt mach! Über 1000. Und das sind doch nicht die Dry Dudes, das ist ein Dutzend. Ein war im Haus Global und durfte den Helfern bei einem Kochnachmittag mit psychischer Küche über die Schulter schauen. Steht da aber. Gib mir die Schrift. Sie hat das psychische hingeschrieben. Hey Leute, was hast du denn jetzt? Haut rein. Eure JUZ-TV-Redaktion. Wow, was war das denn? Der Schluss war doof. Genau.